Beim Schweißen stößt man zwangsläufig auf verschiedene Schweißpositionen. Wie diese aussehen, zeige ich euch jetzt. Eine Schweißposition ist natürlich erstmal abhängig von dem Bauteil, wie es schweiße bzw. eure Schweißanweisung es vorgibt. Für Schweißpositionen gibt es eine internationale Norm. Die Bezeichnungen der Schweißpositionen werden betitelt mit den Namen PA, PB, PC und so weiter. Die erste Position ist die Position PA, also die sogenannte Wannenposition. Im Beispiel an diesem Würfel die Schweißnaht hier oben. Das heißt, der Brenner steht senkrecht zum Werkstück. Die zweite Position wäre die klassische Kehlnaht, also PB. In dem Beispiel zum Beispiel hier unten die mit einem Brenneranstellwinkel von 45 Grad oder hier oben diese Außenecknaht. Die nächste Position wäre die Position PC, das heißt sozusagen das horizontale Schweißen. Gut zu erkennen an dieser Schweißnaht. Beispielhaft steht der Brenner dann 90 Grad zum Werkstück seitlich. Das heißt, der Brenner wird ca. in 90 Grad Winkel zur Schweißnaht geführt. Die nächste Schweißposition wäre die Position PD. Diese ist ähnlich wie die Kehlnaht, nur über Kopf. Zu sehen an dem Beispiel wieder hier. Das heißt, der Brenner wird im 45 Grad Winkel zu der Schweißnaht geführt. Die Position PE wäre die Überkopfnaht. An diesem Beispiel schlecht zu zeigen, weil es unten drunter ist, aber der Brenner wird über Kopf auch im 90 Grad Winkel zu dem Blech geführt. Dann gibt es noch die Positionen PF und PG, also die steigende und die fallende Naht. Gut zu zeigen an dem Würfel hier, an dem Stumpfstoß, also PF die steigende Naht und PG die fallende. Und das gleiche geht natürlich auch in der Kehlnaht, steigend und PG fallend. Beispielhaft habe ich euch ein Rohr aufgebaut mit Strichen alle 45 Grad. Das heißt, die Position PA wäre Schweißen in dieser Position, PB in dieser, PC in dieser, PD in dieser und PE über Kopf. Zusätzlich gibt es bei den Rohren noch die Positionen PH und PJ. Das heißt, wenn ich ein Rohr stumpf miteinander verbinde, zwei Stück vor Kopf aneinander, gibt es noch die PH-Position, das heißt das steigende Schweißen der Rohre aneinander. Und PJ wäre dann die fallende Position. Dann gibt es noch spezielle Sonderpositionen wie HL045 und JL045. Diese werden hauptsächlich verwendet zum Schweißen von Schweißerprüfungen. Dabei wird das Rohr, wie bei den anderen, also die steigende und fallende Naht am Rohr, auf 45 Grad gestellt und somit wird dann die Prüfung in dieser Position abgelegt. Wenn man einen Orbitalschweißautomat hat, das heißt eine Orbitalzange, die ums Rohr geklemmt wird und der Schweißbrenner von der steigenden in die fallende Position eine Rundung fährt, nennt sich diese Position PK. Passend zum Thema Schweißpositionen haben wir sogar ein Poster mit den Schweißpositionen, die ich euch gerade in diesem Video erklärt habe, zum Herunterladen auf unserer Internetseite. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Auf unserem Kanal findet ihr auch passende Videos zu unseren Schweißprozessen, womit ihr auch einfach und gute Nähte in schwierigen Positionen wie zum Beispiel über Kopf schweißen könnt. Hat euch das Video gefallen? Lasst doch einfach ein Like da oder folgt uns auf unserem Kanal.